So, noch die Lava dann holen. Das war, glaube ich, hier auch die Demo, wo man gespielt hat, ne? Oh, Mega Buster. Ich habe schon Mega Blaster gelesen. Mega Blasen, okay. Irgendwie ist es so Mega Man-mäßig, oder? Ich glaube, das ist wohl so gewollt. Oh shit. Oh. Die haben Bock. Ja, ne? Bin ich mal gespannt, was der jetzt kann. Ah! Oder ballert einfach. Haben die auch mal andere Lieder außer Gonna Let It Out, Gonna Let It Out? Das höre ich irgendwie die ganze Zeit. Weil ist schon ein geiles Lied, aber ein bisschen Abwechslung wäre auch nicht schlecht, ne? Also zwei, drei verschiedene. Geh, Larve, geh deinen Weg. Telefonzelle. Ich hätte gern so eine Miniatur-Telefonzelle hier in Rot, so für den Tisch, wo du irgendwas reinstellen kannst oder so. Das wäre cool. Ohne Scheiße, ich muss bald nach Serbien. Ich habe so Bock auf Tattoos. Ich muss mir einige Tattoos machen, ey. Ich habe nur zwei. Das ist zu wenig. Ein Seeker Transporter rufen. Aha. Nice. There's no such thing as too prepared. Diese Mucke ist richtig groovy. Pau, pau. Wo wird das so wie ein Knast gestochen? Denken viele. Jetzt ohne Scheiß war auch so mein erster Gedanke. In Serbien Tattoo stechen? Vielleicht lieber nicht. Aber meine Schwester und mein Cousin haben sich einige Tattoos machen lassen in Serbien. Richtig professionell, richtiges Studio, richtig steril, mit Handschuhe. Alles wird vorhin ausgepackt und so. Wie es halt auch hier so sein sollte in Deutschland und auch in Österreich. Aber man denkt halt schon so, machen die das vielleicht irgendwo im Hinterzimmer oder so, aber nee. Nur die Preise sind halt da einfach total günstig. Also wenn du mal denkst, ne, das kleine Ding hier, was ich hier gemacht habe am Arm, ich hoffe man sieht's, ich weiß es nicht, keine Ahnung, habe ich bezahlt. Das ist echt nicht groß. Wie groß ist denn das? 7 cm Länge mal Breite, keine Ahnung, also wirklich nicht groß. Habe ich 150 bezahlt. Meine Schwester hat sich ein Tattoo gemacht, das war irgendwie so 20 cm, also nicht ein großes Ding halt, ne? Kann man jetzt auch wieder falsch verstehen, aber ihr Mann hat einen kleinen. Aber hat halt ein großes Tattoo gemacht für 50. Also das ist schon ein krasser Preisunterschied, ne? Also für große Tattoos zahlst du da halt einfach einen Bruchteil, was du hier bezahlst. Und richtig gut gemacht, gut gestochen. Ich hab's ja gesehen bei ihr, sehr, sehr gute Details, sehr schön gemacht. Richtig qualitativ hochwertig, genauso wie hier, nur du zahlst halt einfach fast gar nichts. Letztes Mal bin ich leider nicht dazugekommen, aber wenn ich jetzt wieder nach Serbien fahre, dann mache ich mir locker 3-4 Tattoos. Ich glaube, für so ein kleines wie das würde ich vielleicht 20 bezahlen, für das kleine hier, vielleicht ein 20er.
Oder Schachtel Zigaretten, passt schon. Verlangen da halt echt nichts. Geh einfach Knast und schließ dich da einer Gang an, dann kriegst du Tattoos for free. Nee, danke. Serbischen Knast habe ich nicht wirklich Bock. Ja, hier sind meine Kombos. Gib mir die Kombos, Baby. Gib mir die Kombos. Roulette Spin, das hört sich gut an. Die Aryan Brotherhood haben schöne Tattoos, Kappa. Weiche mit Rückwärtsschritten aus und konnte wieder einen schnellen, machtvollen Stoß. Ah, ich habe nur machtvolle Stöße, Baby. Nehme ich auch. Also RB und von hinten nach vorne. Ah, okay. So, reicht mal. Jetzt habe ich wieder einige Kombos. Ich spare mir ein bisschen Punkte. Aber warte mal, kann ich nicht auch mein Leben irgendwie erhöhen? Das ging doch. Warte mal. Ja, und wie gesagt, auch mein Cousin hat aus fast sich den ganzen Körper tätowiert und auch wirklich große Tattoos und alles. Perfekt gestochen, sehr schön gemacht, sehr gute Arbeit. Kaum was bezahlt. Wie kann ich denn meine Lebenskraft erhöhen? Plus 1. Also ich kann das jetzt kaufen, aber ich habe doch 6 auf Vorrat. Wie kann ich denn mein Leben erhöhen? Also wo? Gleich 18 Uhr, dann guck ich mal wegen Battle Pass. Ja, guck mal, ob das dann auch wirklich geht und zum Spielen und so. Ich würde dann so gegen 19 Uhr, können wir dann ein bisschen Apex machen. Wie kann ich denn mein Leben verbessern, Rollerkack? Also, wie benutze ich denn diese blauen Kugeln, die ich hier habe? Ah, einfach nur kaufen. Ah, okay. Aber ich habe doch auch welche, oder? Und wenn ich sie finde, werden die dann automatisch, kriege ich dann automatisch mehr Leben? Oder muss ich da irgendwie ins Menü oder irgendwas machen? Nee, oder? Alle 4 Kugeln gibt's einen Lebensbanke. Okay. Stoßen Pornogeil in die Jugend. Da ist der Steve sofort wieder am Start, wenn es um irgendwas Perverses geht. Das Schweinchen, du. Ah, warte mal, kann es sein, dass ich die aufsammle? Und dann hier kaufe? Oder. Alter, jetzt habe ich aber viel ausgegeben. Egal, mehr Leben ist gut. Alle 4 Kugeln gibt es einen Lebensbalken. Okay. Du kochst gerade. Nice, was gibt's denn Leckeres? Was machst du dir denn Gutes? Das ist doch gut, oder? Klolacke. Oh, das hört sich lecker an, Steve. Halt die Fresse, Dämon, ich kann die Stimme auch. Du bist doof. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. Hirnloser Furz im Wind. Hör auf, so schlecht über Yannick zu reden. Ich glaube, der hat ein leichtes Magengeschwür. Sollte mal zum Arzt. Cool Trick. Hey, do you do parties?
Alter, diese Musik. So geil. Fuck, in der Luft kann man ja nicht ausweichen. Oh, runter geht's, okay. Ja, auf Mensch ist halt noch sehr einfach, ne? Ich glaube, auf den höchsten Stufen schlagt er dich einmal und du bist weg. Aber ich hab Bock auf was Gemütliches, Alter. Ich hab keinen Bock mehr zu schwitzen. Auf Bosskämpfe und keine Ahnung. Können wir alles Resident Evil 2 verdanken. Das Spiel hat mich geschädigt auf Veteran. Mit dem spiele ich nie wieder was auf schwer. Darf ich raus? Lass ihn mal raus, bitte. Ich bin kein Scum. Wow. Okay, das war jetzt gerade echt zu einfach. Die Sonnesbad hatte mich fast in 4 Schlägen gekillt und auf der nächsten Schwierigkeit kam dann 2 Schläge oder so. Ja, das ist dein Wegfall, das macht's aus. Aber ich würde es am Anfang gar nicht so schwer einstellen. Am Anfang musst du erstmal Spiel kennenlernen, die Gameplay, Kombos. Und dann gehst du also Stück für Stück höher, ne? You out of his tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. What? Glyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out.
If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clifod roots. V, what the hell are you? I know I'm late. Shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Ooh-wee! I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Up your butt? Ich muss auch sagen, die Gesichtsanimationen und so, ne, die sind ja mal richtig heftig in dem Spiel geworden. Richtig geil. Also Gesichtsanimationen, Details, Texturen, amazing. Hammer. Richtig geil. We should split into two groups and cover more ground. Good idea. Man, if we spielen, let's go. Behold, my genius. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Well, your quality control. Dann sollen wir da mal besser. Ja, das stimmt, da kommt nichts hin. Don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Was ist das für ein cooles Vieh? Ich will auch so eins. Little chicken. My grandmother was called the 45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art. Ah, nice. Sag dem Bescheid, ob man auch spielen kann. Questions? Hey, das ist ein Drache von Daenerys, pass auf. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Clifod. Sure. What are you gonna do? Also, wie hat auch einen mega geilen Style, gefällt mir. I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, well, yeah. Auch die Synchronisation ist Hammer, die englische Sprachausgabe. Die Stimmen passen einfach auch eins zu eins. Sehr gut gesprochen. Heftig. So, jetzt haben wir Wii. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht mit den ganzen Sachen, die ich freigeschalten habe und auch geskillt habe, weil es gibt ja drei Charaktere, die man spielt und ich habe alles gerade so ziemlich in einen geballert. Das habe ich ganz vergessen. Das heißt, du hast dann einfach Charaktere, die weniger Kombos haben und welche, die mehr Kombos haben. Also mit Nero bin ich gerade am besten unterwegs. Mit Wii habe ich halt gerade noch nichts. Das habe ich ja wieder vergessen. Du musst ja alle Charaktere skillen. Sie sagte, ich hätte richtige Daniel verballert, direkt alles. Ja. War aus Versehen wegen dem Leben. Ich hab das nicht gesehen, dass da auf einmal so viel ist. Sie sind voll gestiegen, ey. Aber egal, macht ja nichts. Wirebound One. Stellst du dich auf eine Plattform mit roten Flammen? Wenn keine Gegner in der Nähe sind, werden die Flammen blau und lassen Grim Grips in der Luft erscheinen. Aha. Grim Grip mit RB erfassen und mit B drücken. Ah ja. Nice. Oh, da kommen Flugviecher. Die kacken mir jetzt auf den Kopf, oder? Ich dachte, ich bin jetzt mit V unterwegs.
Wir machen einfach weiter mit diesen Gummy Daddy Doubt, weißt du? Habt ihr nicht mehr Lieder? Habt ihr nicht mehr? Warte mal, bis Santo kommt, bei dem checkst du gar nichts. Haben die nur Gonna Lady Doubt oder wie das heißt hier? Bei den Kämpfen. Das hört sich geil an, aber trotzdem. Aha, das ist also unser Ziel. Okay. Und wie ist denn hier alles so schief? Punchline, ja damit. Ah, ich schaue auch alles halb im Wasser. Okay. Weil er wie einen anderen Devil May Cry Teil mehr der Waffen hat. Oh, ja, dann brauchst du wahrscheinlich echt ein bisschen, bis du dich da reinfuchst. Aber als alter Devil May Cry Pro. Ist doch nichts für uns, oder? Da kommt wieder Gesellschaft. Apokalyptik. Geil. Ich finde es cool, wie die Mucke so langsam anfängt und dann so langsam wieder rausgeht. Sehr geil. Jeder Charles seine eigene Mucke bei normalen Kämpfen, nur im Bosskämpfen ist die Mucke anders. Ah, okay. Gut, also müssen wir nicht immer Gonna Let It Out hören. War ich noch was? Bin ich blind? Da hinten habe ich doch gerade irgendwas. Ja, da hinten kämpft ja wie. Der kämpft wie verrückt, der wie. Wie kämpft er? Verrückt? Okay, das war nicht lustig. So, this Clyphod. Screw it. We're taking this fucking thing down. Ah ja. Der muss es halt rauslassen, ne? Der muss es halt rauslassen. Nero muss es rauslassen. Das ist halt so. Oh, Yannick ist wieder da. Hallo, Yannick. Willkommen zurück. Hallo, mein Schweizer Boy. Hast du immer noch nicht resubbed, Alter? Raus. Ich glaube, ich muss da hoch, oder? Ne, darüber. Hoppa. Und wieder welche. Was ist denn das? Achso, nee, das ist ja das. Ich dachte, das ist ein Gegner. Dann gucken wir, Jungs, ob Apex gut läuft, ne? Und dann können wir ja so um 19 Uhr oder so starten. Er kämpft wie ein Wieder wie. Was ist denn das? Soll ich wieder zurück? Bin ich jetzt wieder broken? Hä? Bin ich jetzt komplett verblödet? Das sind doch die Dinge, wo ich mich eigentlich ran mache, oder? Ah, jetzt geht's auf einmal. Ja, wo ist der Sinn? Dann komme ich ja nur hier wieder hin. Kann ja nicht wieder zurückspringen.
Und eine Battlefield 3? Nee, Battlefield 3 bekommt ja nicht so die Lust. Ja, schon fängt's an. Aber warte mal. Ah, jetzt sehe ich erst das andere da hinten. Können wir nicht da hochschießen und dann nochmal hochschießen? Wähl mal das andere aus. Hallo. Da, da. The fuck, Alter? Okay, dann halt nicht, dann bleibe ich halt hier für immer. Ich bleibe einfach für immer hier. Alter, jetzt zieh dich doch mal dahin. Ich bin wohl komplett verblödet. Ich müsste dann von 19 Uhr Apex updaten. Ja, das geht schnell bei mir. Ich würde mal gerne wissen, wie es hier weitergeht. Der zieht sich halt auch nirgends ran. Komme ich hier nicht mehr zurück, oder was? Ist das ein One-Way-Ticket? Die Kackdinger funktionieren nicht. Oh, das war Devil May Cry. War schön. Willst du mich komplett verarschen gerade? Es geht gerade einfach nichts. Ich kann mich da nicht mehr ranziehen. Ich kann hier nicht mehr weg. Ich kann nirgends hinspringen. Golok hat wahrscheinlich seine Freude, weil er eh schon weiß, wie es weitergeht. Aber mir eh nichts sagt. Damit er was zum Lachen hat. Jetzt schleudere dich doch wieder zurück, Alter. Was soll ich denn tun hier? Hallo. Ey, das regt mich gerade übelst auf, ne? Ich kann doch sonst nirgends hin. Ich kann doch nicht weiter. Oder vor einmal hat er sich langgezogen, kurz. Tolle Sache. Bin ich dumm? Ich glaube, ich müsste mich da ranziehen, aber irgendwie macht er das auch nicht. Ja, 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 jetzt, mach. Ich muss mich da hochziehen. Aber ich kann es halt nicht anvisieren, das ist halt gerade ein bisschen blöd. Drauf schießen, dann hucken. Ah, dankeschön. Ja, wusste ich doch. Ah, so funktioniert das also.
Aha. Das hat mir keiner gesagt, ne? Danke, Grolocke. Ah, warte mal, der stand doch da unten, ne? Oh mein Gott. Ich dachte mir so, was für Angreifen, Gegner, was? Jetzt wusste ich, was er wollte von mir. Das wäre noch locker 30 Minuten so weitergegangen, ja. Easy, wenn nicht sogar 40. Ich hätte wahrscheinlich das Spiel danach einfach deinstalliert. Was für Apps angehalten, Tablet? Halt die Fresse. Jetzt muss ich also die Roots wegschießen. Ah ja. Was für ein Penisbringer? Was laberst du, Grolocke? Was ist denn los, du? Oh, wahrscheinlich irgendwie so ein großes Vieh, oder? Was auf mich wartet. Oder vielleicht auch nicht. Nice. Oh, ja, Tox. Vielen Dank für dein Host, Bro. Dankeschön. Wie geht's dir, Mann? Wir waren im Stream. Danke fürs Hosten, Alter. Alles hip bei dir? Wie lief's, Mann, im Stream? Alles gut? Muchas gracias. Oh, das sieht aus, als ob man das kaputt machen kann. Wusste ich's doch. Und da hast du alle zerstört, Mann. Ich hoffe. Alles super, sehr schön, freut mich. Oh oh. Was wollen die jetzt? Komisch, ab und zu springt er einfach nicht mit. Oh ja, Tox! Danke für deinen Sub, Mann! Danke für deinen Support, Alter! Muchas gracias! Wieder kein Aim! Ach, was ist das? Das braucht keiner! Danke für deinen Support, Mann! Mittlerweile für 3 fucking Monate! Dankeschön! Ich spiele ja gar kein Fortnite, bekomme von der Nina immer wieder mit, wie das Spiel läuft. Ne? Immer wieder Lags und Bugs und keine Ahnung. Und kannst nicht bauen, kannst nicht schießen. Also vom Spiel halt. So ein bisschen komisch. Also Apex geht, keine Überlastung oder so. Oh, das ist gut. Können wir ja nach Apex reinhauen ein bisschen. Aber gerade bockt halt irgendwie voll Devil May Cry, ne? Was sind denn das für Würmer? Ne, das sind gar keine Würmer. Sind das Würmer? Ne, das sind Kabel. Boah, den hat's weggebombt, Alter. Niemals neben rote Fässer stehen. Das ist ungesund, das weiß jedes Kind.
Ah, jetzt habe ich einen neuen Combo gelernt. Aha. Wow, das war unerwartet. Hoppala, der haltet ja ein bisschen was aus. Aber auch nicht viel. Bitte, bitte, alles gut, ich gehe schlafen, muss gleich arbeiten. Alles klar. Ja, Docs, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Viele Danke für den Host und viele Danke fürs Subben. Alter, ich habe gerade voll einen Zungenbrecher gerade gehabt. Danke für den Support auf jeden Fall, Mann. Und wünsche dir eine gute Nacht auf jeden Fall. Was war denn das gerade für eine Wortblockade, Alter? Ab und zu wollen die Worte einfach nicht raus. Danke dir, Mann. Dann wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bin ich nicht hierher gekommen? Ja, ich bin hierher gekommen. Aber da ist noch ein Arm. Ja, damit. Wie war das? Lieber Arm dran als Arm ab oder Arm dran? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Irgendwie so ging ein Spruch. Finde ich aber cool, dass ab und zu mal so ein bisschen stärkere Gegner am Start sind, aber irgendwie noch zu wenig, also. Gut, ist auch die normale Schwierigkeitsgrad. So, jetzt habe ich es gelernt. Drauf schießen, dann ranziehen. Anstatt einfach nur ranziehen die ganze Zeit. Oh, da ist ein Loch in der Wand. Oh, das ist immer ein großes Glory Hole. Da ist Platz. Guck mal, das ist auch mal so ein typisches Treppenhaus in Russland. Einfach mal kaputt die Hälfte. So, ich muss also durchs Glory Hole. Ich hab immer Angst vor Glory Holes. Du weißt halt nie, was an der anderen Seite auf dich wartet. Ne? Oh shit. Danke, aber ich brauche keine neue Frisur. Kannst die Schere wieder einpacken. Ich bin ganz sehr zufrieden. Bin sehr zufrieden. Alter, sieht die krass aus. Heilige Scheiße. Ah, und schon wieder weg. Okay. Kam einfach mal aus dem Bild raus. Holy shit. Mona Lisa auf Koks. You want me to follow you? No way, ass. You bring that shit to me. Wow, irgendwie bringt sie das gerade gar nichts. Auf die zu schießen. Die blockt doch alles. Das ist mal ein interessanter Gegner. Hat der jetzt wieder volles Leben? Willst du mich verarschen? Was bist denn du für eine? Gib ihr, gib ihr, gib ihr! Jawohl. Okay, die hat ja wohl wahrscheinlich wieder volles Leben, weil sie durchs Portal ist und sich da wahrscheinlich geheilt hat. Ne? War ich wohl zu lahm. War lieber vorsichtig. Ich weiß ja nicht, was sie können. Mal gucken, hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas zu mitnehmen. Ja. Orbs. Ganz viel Orbs. Oh, ja, super. Ach, kack auf die Orbs da oben. Ist hier nur klein Kram. Obwohl, die sind eigentlich gar nicht mal so klein. Aber ob ich das schaffe, darüber zu springen? Ist die Frage. Ja, super. Geht doch.
Ui. Ach du Scheiße. Was war denn das? Das sah cool aus. Holy shit. So ist es. Es war wohl ein Vieh auf Aglomboat. Oh, Telefon. Ich hätte gerne eine Pizza mit ganz viel Käse, auch mit Käserand, ja. Mit Salami bitte auch, Anchovies auch drauf und Stimms. Danke. 10 Minuten. Ah, ist schon da. Super. Der schnellste Lieferant ever. Wäre das nicht cool im echten Leben? Einfach anrufen und instant ist die Pizza da. Instant vor deiner Tür. There's no such thing as too prepared. Das Mucke ist immer so chillig. Ah, sie bückt sich wieder. Geil. Ich habe wieder einen neuen Arm. Now that I got it in stock, you better take advantage of it. Also das sieht schon beeindruckend aus. Ich werde aber jetzt nichts kaufen oder so. Nö. Aber das kaufe ich mir, so eine goldene Kugel. Wenn ich sterbe, dann kann ich mich wiederbeleben. Aber ich habe ja schon 2 gehabt. Ah, egal. Dann haben wir halt 3. Alle guten Dinge sind 3. Sagt man das so schön, ne? Aber wie die da gerade durchs Dach ist, not bad. Also die ist krass drauf. Also wenn das kein Bosskampf wird. Große Areale, immer Bosskampf. Chit-chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Also Kopf hat die keinen. It's a demon. Something different about it. Noch erstmal abchecken, was sie so für Special Effects hat. Kann ich die Dinger nicht kaputt machen, oder was? Die nehmen mir keinen Schaden. Dann an die. Ich glaube, die Dinger sind nur da, um mich abzulenken. Ah, okay, dann gehen die hoch und auf mich los. Okay. Vielleicht drücke ich immer die falschen Tasten gerade. Was macht die jetzt? Hör auf! Wo bist denn du hin? Ah,
Also Special Effects hat die mal ordentlich. Was macht ihr da oben? Ah, ich check schon, was ich machen muss. Denkt ihr, die kann da oben chillen? Oh, nee. Mit mir kannst du nicht chillen. Gechillt wird, wenn du tot bist. Alter, die verschießt auch noch Dinge. Oh, shit. Oh, jetzt wird sie böse. Sollte man in die Oper, also die hat schon ordentliche Töne drauf, du. Dann wäre sie vielleicht nicht so aggressiv. Oh, oh, die kam jetzt aber schnell. Bleib doch da, du bist fast tot. Komm, einmal noch aufs Maul. Jawohl. Sehr schön. In die Titten! So würde ich es auch machen. Oh, die ist schon nackig. Nackig und schleimig. Oh ja. Dante's friend is Lady. You know her? From a gunsmith days. What? Oh, can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. I'm joking. Hey, loosen up your jock strap. Don't do anything I wouldn't do. Chicka bow wow, chicka bow wow. Chicka bow wow. Yeah. Kyrie would kill me right now. Bin sofort wieder da, ich mach mir kurz den Smoke. Mega geiler Bossfight. So. Sind wir schon bei Mission 3? Wie lange spiele ich denn jetzt? Fast 2 Stunden. Ja, mega Bock macht das Game. Einfach nur mega Bock. Ich weiß gar nicht, ob ich heute noch Apex angreifen werde, ehrlich gesagt. Irgendwie habe ich Bock, in Devil May Cry durchzuziehen. Irgendwie habe ich da Lust drauf. Aber gut, ich habe auch ein bisschen Bock mit den Jungs. Mal gucken, wie das Spiel jetzt ist. Ich glaube, bei Apex haben wir doch auch eine neue Map. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe es gehört. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall cool. Schauen wir mal. Erstmal warte ich, dass die Jungs sagen, dass das Spiel auch funktioniert. Ja? Nicht, dass da irgendwer sieht. So, weiter geht's.
Hätte aber vielleicht doch ein bisschen höher stellen, die Schwierigkeit. Sollen. Deutsch nicht vorhanden. Ich sterbe irgendwie gar nicht. Sophie, you think this kid can kill Urizen? One can only hope. But for now, we have a more pressing engagement. Können wir jetzt endlich mit Wii spielen? Das wäre voll geil. Also nicht mit der Wii, weil die Wii ist kacke, aber mit Wii spielen wäre cool. Ja. Du wechselst zu Wii. Steuere drei Dämonen im Kampf. Ah ja. Let's go. Man weiß aber halt überhaupt nichts von dem Wii. Ne? Man weiß nicht, wie es ihm geht. Man weiß nicht, wie groß er ist. Okay, ich lasse diese Flachwitze. Könnte ich mal weitermachen bis morgen. So, aha, guck mal, wie die da liegt. Oder steht, oder keine Ahnung. Die ist auch notgeil, ne? Also die brauchst du, glaube ich, durchgehend. Die brauchst du dringend, also. Ich will nichts kaufen. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Nein. Der ist hässlich. Okay, starten wir einfach, komm. Ich weiß aber nicht, wie man mit Wii spielen soll. Ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Sieht aber den Stab, den er hat, auch sehr cool. Ja, der ist cool. Bin ich mal gespannt, wie er sich so steuern lässt und wie er kämpft. Auch mit diesem Jaguar oder Panther oder was immer das auch ist. Sehr nice. Oh, Genius says be careful. Yeah, no shit, Shirley. Ain't that right, Pete? I mean, you are fragile at the moment. Wouldn't take much to wipe you out in a sticky... Der versteht die Dämonen. I'm just saying that running away is okay. It's always okay to run away. Ah, nee, er versteht nicht die Dämonen. Ich glaube, das ist sein... Ist das nicht sein... Vogel? Sein Huhn? So it is written. Ja, der ist es. Just remember this. Shakespeare. So get rid of those demons quick, cause killing them ain't my stick. I got your back. Cause dying is whack. Also die Coolness wird durchgehend gesteigert in dem Game. Richtig geil. Ich greife gar nicht selber an. Geil. Also das muss man erstmal in den Kopf kriegen. Das musst du erstmal in den Kopf kriegen, dass du selber gar nicht attackierst. Kann ich nicht schießen? Nö. Neben den sterbenden Gegner B drücken, was passiert dann? Oh, okay. Ist ein bisschen kopfig gerade. Ah, mit X angreifen, okay. Wenn er dann so rot ist, dann kann ich den finishen sozusagen, oder was? Ah! Alter, das ist ja mal mega geil. Das hatte ich noch nie in dem Spiel. Nutze Shadow, um Angriffen auszuweichen. Ah ja. Also da haben die sich echt was sehr Geiles ausgedacht, weil ich habe das bis jetzt in keinem Spiel so gesehen, dass du so zwei Viecher hast, die dann für dich kämpfen. Sehr cool. Hat was. Mit Jack Daniel. Ah ja, warum steht das denn da? Me, myself and I, oder was? Ist da nicht wieder irgendjemand am Schnetzeln? Schau da doch was. Ah, da hinten. Aha. Finde ich aber cool, dass die auch so in der Nähe sind und rumlaufen.
Boah, Alter, mein Magen knurrt. Ich habe so Hunger. Habe ich heute überhaupt was gegessen? Ich habe heute, glaube ich, gar nichts gegessen. Was habe ich gegessen heute? Habe ich was gegessen? Ja, Wurstbrot am Morgen. Das war's. Let's go! Slice him. Slice him, baby. Begib dich sofort zu einem erfassten Ziel und gib Sterben gegen das letzte. Aha! Ein paar geile Moves hat er halt schon drauf, ne? Ganz unnötig ist er nicht. Der Typ ist cool. Ohne Scheiß. Descend it is. Ah, das war doch davor, oder? Ja. Oh, jetzt hat er weiße Haare. Holy. Dann ist du Treffer oder nimmst du Selbstschaden, wird dadurch dein DT-Devil-Trigger-Anzeige gefüllt. Wenn deine DT-Anzeige auf Stufe 3 oder höher ist, kannst du mit LB Nightmare herbeirufen. Oh. Für Nightmare. Komm her. Bist du das? Geh weg von mir. Ohne Scheiß, wie gefällt mir bis jetzt am besten? Wie gefällt er mir? Sehr gut. Hammer. 6 Kills, Baby. Oh ja. Die habe ich. Dafür habe ich auch 20 Jahre trainiert. Für diese sicken Skills, Alter. Das ist ja cool, mit dem kann ich...